Also die Leute, die so deine Videos schauen, da habe ich das Gefühl, die wollen auch ein bisschen was von dir privat erfahren. Jetzt hast du mir letztens was privat erzählt. Wobei, das ist gefährlich privat. Ja, ich frage dich einfach nur mal. Wobei. Du hast irgendein Telefon verkauft. Da hast du dich über irgendwas aufgedeckt. Weil da beim, ich weiß nicht mehr, ich krieg das nicht mehr richtig zusammen. Ich habe ein Telefon verkauft? Ja, ja, da hast du irgendwie ein Telefon gehabt, das hast du verkauft und dann, ich weiß nicht, wollte einer mit dir handeln oder wie war das noch? Ach so, ja, ich hatte so ein iPhone, ja, da wurde ich verkloppen, ja, ja. Und ja, wieder, das war neu, Garantie, alles drauf. So, wenn ich dann die Leute immer mit handeln hören, verstehst du? Ja, wir sind im Bazar, das Telefon war schon neu. So, was ich schenken kann. Also bei mir gilt, geht das geil, gilt bei mir nicht. Das läuft bei mir ja nicht. Ja, hab ich mich probiert, ah, ja. Ich wollte 400 haben, könnte der Arme 300 oder kann man, weiß ich was, oder ob langsam machen, 100 Euro. Bin ich bei Quelle oder Otto versammelt. Kannst du, was ist das dann? Lange Welle machen? Kannst du mir nicht mit 100 Euro abbezahlen? Hallo? Das geht dann nicht, das funktioniert dann nicht. Nein, das geht ja nicht. Also, das funktioniert, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Jetzt war ich mal auf einer Bank gewesen. Bin ich bei so einem Banker hingegangen, habe ich für den Banker gesagt, schon, bitte mal, können Sie mir vielleicht einen Rat geben? Sagt er ja. Sag schon mal, ich bräuchte einen Kredit. Sagt er ja. Was brauchen Sie denn? Sag ich schon, meine Schulden zu bezahlen. Sagt er, oh. Sagt er, ja, sagt er, aber da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Sag ich, oh, das tut mir aber leid. Dann sagt dieser Banker, ja, sagt er. Ja, da habe ich ihm dann direkt gesagt, ja, dann muss ich mal zu einer anderen Bank gehen. Dann sagt der Banker zu mir, ja, ich glaube, die andere Bank wird Ihnen auch nicht helfen. Da war ich aber, bin ich schon an der Tür gewesen, ne? Und in dem Moment sage ich, ach, entschuldigen Sie bitte mal. Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Kuhschwanz und einem Krawattenträger? Sagt er, nee, sagt der Kuhschwanz bedenkt das ganze Arsch auf, die Krawatte nur das halbe. Dazu diesem Thema. Was hat der Banker dann gesagt? Ja, nichts mehr. Boah, hätte so lange gesehen, ich mag, gut, stimmt an, der hätte Burnout kriegen. Ich kann bestimmt die ganze Woche nicht schlafen. Ja, das hat der Banker gesagt. Ja. Also von daher, ne, Leute, das ist, oder warum eine geile Ware? War das für einer? Eine Audi. R8 oder so. Oh ja. Ja, ja. Schönes Ding, ne? Ja, ja. Habe ich zu Hause auch stehen, im Wohnzimmerschrank, vom Playmobil. Hey, ich fahre auch immer ein paar Runden mit dem Wohnzimmertisch. Wei. Oh, wei. So ist das Leben, Leute. Nicht verzagen, nach ihm fahren.